Wolf GUEK18 oder 1EK18 sind fast identisch. Geht die Therme auf Störung, kann man sie hier entstören. Meistens bei Übertemperatur löst der hier aus. Also hier verbirgt sich so ein Schalter dahinter und den kann man drücken mit einem spitzen Gegenstand oder einem schmalen Gegenstand kommt man dann hier rein und kann man entsperren. Das ist der Ein- und Ausschalter. Momentan ist es eingeschaltet. Eigentlich leuchtet hier immer so eine Lampe. Die ist kaputt, aber trotz alledem, das führt man, wenn man hier aufdrückt, ist eingeschaltet. Hier stellt man um zwischen Sommer und Winter. Das ist jetzt hier momentan hier der Winter eingestellt, also Warmwasser und Heizung. Hier wäre nur Warmwasser. Das ist hier der Schornsteinfeger-Modus. Wenn man die Taste drückt, dann geht die Heizung an. Und das ist der Entstörknopf. Wenn die Lampe leuchtet, drückt man hier und entstört damit die Therme. Hier ist die Warmwassertemperatur-Einstellung. Muss jeder selber ausprobieren. Zwischen 4 und 6 ist meistens ausreichend. Und hier stellt man die Heizungsvorlauftemperatur ein. Übergangszeit 3 bis 5 reicht meistens aus. Winter 5 bis 7. Und wenn es richtig kalt wird, 7 bis 9. Muss jeder selber ausprobieren. Dann haben wir hier die Druckanzeige in Bar. Die Anlage ist jetzt auf ca. 1,3 bar gefüllt. Wenn es hier so bei 0,7 ankommt, sollte man wieder nachfüllen. Dann haben wir hier die Temperaturanzeige. Die zeigt an, die Heizungsvorlauftemperatur momentan ist die bei 40 Grad.